Ja, Freunde, willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Wärmepumpe. Ich werde die Wärmepumpe einbauen. Das Splitgerät, also die Klima hier oben, hängt schon. Ne? Und ich werde das Ganze dann einbauen und euch zeigen, wie ich das mache. Und ja, mal gucken, was ich in einer Woche geschafft habe. Ja, Freunde, der Raum ist so gut wie luftdicht. Ich habe keine Zwangsbelüftung. Ich habe die alle zugemacht und die Fenster haben noch eine Zwangsbelüftung, wenn man die so auf eine Stellung macht, dass man nicht aufkriegt und sondern nur ein Spalt Luft reinkommt. Und das ist auch gewollt, dass ich alles hier luftdicht mache, denn ich möchte mir mehrere solche Luft-Wärmetauscher machen. Mal gucken, wie viel ich von den kleinen hier brauche. Da kommen 40er Lüfter dran, 40 mm hier, 40 mm dort. Der eine pustet rein, der andere raus. Und dann tut die Wärmetauschung hier drinnen statt, wenn die Luft wird nicht vermischt. Das heißt, hier geht die Luft rein, also hier. Hier oben geht sie rein, hier unten kommt sie raus. Ne? Und hier wird sie eingesaugt und hier kommt sie raus. Ne? Das ist noch mein Testobjekt, funktioniert aber schon ganz gut. Und dann werde ich das später mit einem CO2-Melder messen, wie viel ich brauche, wie gut das Ganze ist. Ne, wenn ich so mache jetzt vor die Hand, merkt man, wie warm der Atem ist. Und wenn ich jetzt hier reinpuste, kommt es hier kalt raus, weil es jetzt erstmal die Wärme aufnimmt. Und wenn da frische Außenluft jetzt im Winter kalte reinkommt, wird die Luft hier, die kalte von außen erwärmt und kommt als frische Luft wieder rein. Ne? Und so hat man weniger Verlust an Wärme, weil wenn man oben diese Zwangsbelüftung hat, die ganze Wärme, die zischt ab. Die will ich auch oben an die Decke anbringen. Das CO2 sammelt sich ja oben an der Decke und das soll ja natürlich das CO2 oben abtransportieren und Frischluft wieder reinbringen. Ne? Das Ganze muss dann noch ins Gehäuse sein, weil das wird sicherlich auch kondensieren. Das heißt, es wird hier immer schön tropfen. Dann macht man hier so eine, ja, wie eine Regenrinne und dann ab nach außen geführt, dass nach außen ablaufen kann. Ne, weil da ist sichergestellt, dass das Kondensieren da drin wird. Ein Luftfilter muss vor, ne, damit der Staub nicht alles verstopft, sondern gute Luftfilter, die man dann ab und zu mal sauber wäscht. Hier gibt es diese feinen Netzgittern. Ja, auf jeden Fall, das wird auch sehr interessant, wenn das fertig ist. Der ist noch verpackt, kostet 500 Euro alles zusammen. Hat WLAN, kann man über Alexa, über Google steuern oder halt über eine App oder halt Fernbedienung. Ne? Er wiegt 20 Kilo, gucken wir uns gleich auf der Verpackung an. Wichtig ist, dass er 24 Stunden aufrecht gerade steht, dass das Gas sich setzen kann, das Öl sich setzen kann, also dahin sich setzen soll. Wahrscheinlich tiefste Punkt am Kompressor, so genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber wichtig ist, dass man nicht die gleich hinstellt, aufbaut, anschließt und gibt ihm, weil das Öl kann irgendwo anders gerade sein, wo es halt nicht sein sollte in dem Moment, wenn der Kompressor anspringt und dann hätte man einen Motorschaden vom Kompressor. Ja, und hier, die hat auch eine UV-Lampe drin, habe ich mit UV bestellt, deshalb kostet die 480 und ohne UV kostet die 440. Ja, und Gewicht. Hier das obere Teil 7,5 Kilo, hat 9000 m, diese BTU oder wie das heißt. Na, und gucken wir mal gleich hier die Daten an und dann fangen wir an. Das Ganze hier müssen wir gleich drunter unter den Wagen schauen, ob wir ihn da einbauen werden oder hier. Das Ganze soll ja hier drinnen sein, weil von außen gibt es keine Möglichkeit und ist nicht schön. Und den werde ich hier hinstellen, komplett luftdicht verschließen, dass er sich aber von unten die Luft ansaugt und in die Wand kommen Löcher, dass er die Wand abgibt, also nach außen. Ja, und das Ganze will ich ja vor dem Rad machen, vor dem hinteren Rad. Und so wie es hier ausschaut, ist hier richtig viel Platz. Ne, daher kann ich ihn ganz nah beim Rad machen. Da muss ich gucken auch, dass das Spritzwasser von Reifen nicht eingesaugt werden, wenn es auch während der Fahrt läuft. Ja, das heißt, ich habe hier die ganze Fläche, aber ich gehe so weit nach links wie möglich, denn ich brauche hier rechts noch Platz fürs Katzenklo. Da werde ich so machen, dass er wird ja getrennt mit einer Wand, aber kommt noch ein Seitenlüfter dran, der durch die Toilette sozusagen immer einen Unterdruck erzeugt,
So habe ich auch immer eine Zwangsbelüftung und die Toilette von der Katze wird niemals stinken. Und natürlich neben Kühlschrank auch nicht so lecker. Und das habe ich im Wohnwagen auch gehabt. Ich hatte immer einen Unterdruck erzeugt in der Katzentoilette, also einen Lüfter, der einfach immer raussaugt. Und dadurch hatte ich nie die Gerüche in dem Wohnwagen. Und so werde ich jetzt einfach das Ganze nach links so weit wie möglich versetzen. Und wenn der läuft, saugt er einfach mit, zum Teil durch einen 80er Lüfter. 80 mm, vielleicht auch weniger würde reichen, der schön ultra leise ist. Und dann wird er auch immer schön mitsaugen und zum Nachbarn alles verfeuern. Ja, was habe ich da jetzt gemacht? Ich habe vier Löcher gebohrt, die sind groß, dass diese Schwingungsdämpfer schön da reinpassen. Kommt eine Scheibe von unten und hier oben drauf, dann werden die da reingemacht, mit M8er Schraube festgemacht. Und natürlich dann hier der große Freund hier wird mit verschraubt. Ja, die Dämpfer habe ich auch gleich mit eingepinselt, weil dann ist das zu alles, dann kann auch da nichts reinlaufen und stehen. Und an die Wand kommt eine Hartschaumplatte und dann die Löcher durch und dann kann man das Ganze verkabeln und anschließen. Das Loch ist jetzt final etwas viel größer, also doppelt so groß, weil ich denke mal lieber zu viel, weil Platz ist ja noch genug, Bett wird hier erst anfangen, daher... Da ist noch genug Platz, dann kann das so bleiben. So, habt ihr jetzt nochmal zugeschmiert, abgeschmiert. Die Wärmepumpe läuft. Vielleicht trocknet es ja schneller. So, weiße Sicke ist zu Ende. Jetzt gibt es nur noch schwarz. Ja, so sieht das Ganze aus. Das Ganze wird später noch mit Epoxidharz und Gewebe nochmal zugemacht. Wenn alles final fertig ist, dann will ich das richtig zumachen. Dann gibt es nur noch die vordere Klappe hier, das hier. Also sozusagen Wartungsklappe, aber in der Regel muss man die nächsten 10 Jahren dann nicht ran. Und dann machen wir mal auf. Das Ganze sieht so aus. Ne? Da unten kommt noch ein Gitter, auch was ich mir selber drucke. Und so verwinkelt, dass am besten das Spritzwasser alles nicht reinkommt und dann wird nochmal alles schön abgedichtet rundherum.
es ist schon wie Rinnen gemacht, dass wenn jetzt Wasser, Regenwasser reinlaufen würde, wenn, was es nicht tun, sich nicht auf dem Boden oder unterm Boden verbreitet, sondern nur durch dieses Loch reinkommen kann oder raus. Das heißt, versuchen nicht so tief ins Wasser zu fahren, wie der Boden ist. Und ja, da kommt auf jeden Fall noch ein Gitter, was ich hindrucke, noch Halterungen für die Schläuche, die ich drucke, die so wie Beine sind und fest verankert werden, dass sie keinen Spielraum haben. Und die Gummidämpfer funktionieren auch gut hier. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt. Na. Ja, dann wollen wir mal das Ganze anschmeißen und testen. Aber erstmal das Zuschrauben. Das ist alles noch nicht ganz fertig, Freunde. Ich habe in einer Woche das nicht geschafft, alles so weit zu bekommen, wie ich es wollte. Aber es ist schon angeschlossen. Und dann wollen wir mal das Ganze testen, wie das Ganze funktioniert. Alexa, mach Klima an. Okay. So, dann gucken wir mal. Das Ganze fährt jetzt hoch. Ne, wir haben eine Luftfeuchtigkeit hier gehabt vorhin von 80%, sogar teilweise 86%. Und ich kann euch sagen, es macht keinen Spaß, bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit überhaupt hier was zu machen. Weil hier drin ist immer wärmer, weil durchs Fahrerhaus kommt so eine Hitze rein. Wenn man die Tür aufmacht, ist drinnen wie Backofen immer. Und das kommt hier durch die Spalten durch. Und da will ich auf jeden Fall hier auch Abdeckungen drücken, weil ich finde nichts Passendes. Und dann kommt einfach hier eine Bürste dran, die schön die Luft zurückhält. Und oben genauso, wo ich jetzt das Amaflex einfach nur reingestopft habe. Dann kommen oben Abschlussschienen hin. Hier kommen Abschlussschienen hin. Das sind jetzt alles nur Wurfleitungen, weil ich jetzt ein paar Sachen teste. Die Elektrik ist noch gar nicht hier gemacht. Und ja, so wild sieht es hier gerade aus. Ne? Oben eine Leiste gemacht, weil die Latten sind ja nur 3 Meter lang gewesen und da musste ich ja den Rest nochmal dazu schnibbeln. Ja, was ich in der Hektik vergessen habe zu filmen, wie ich die ganzen Schläuche verlegt habe, angeschlossen da drin habe und Vakuum in den Leitungen gemacht habe, habe mir ein Gerät geliehen, musste wieder mich beeilen, habe schnell die Leitung entlüftet, also Vakuum gemacht. Angeschlossen, da sind zwei, da wo man es anschließt, muss man zwei Seitenschrauben aufmachen. Da ist ein Imbus drin, man dreht die auf und das Gas wird dann freigegeben, weil die Anlage ist vorbefüllt gewesen. Man muss das halt nur anschließen, Vakuum ziehen und dann an den Seiten die zwei Schrauben, ist auch eine Bedienungsanleitung, alles steht drin, rausdrehen gelassen, die Kappen wieder richtig fest zudrehen und dann ist die Anlage somit befüllt. Die Anlage muss auch 24 Stunden stehen, damit sich das Gas und Öl richtig setzen kann, weil da ist ja Gas und Öl drin. Und dann läuft das Ganze. Und es ist erstaunlich leise. Ich dachte, ich mache hier noch Dämmung drumherum und alles, aber das ist gar nicht nötig. Also die läuft jetzt gerade aktuell und es ist richtig schön leise. Ich habe früher einen Wohnwagen gehabt, wo ich die an der Decke hatte, diese Klima, und die ganze Decke hat so vibriert und gedröhnt, nicht vibriert, eher gedröhnt, wie so ein, es gab so einen dumpfen Bass die ganze Zeit und das hat mich so gestört von diesen Dachklimaanlagen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so im Wohnwagen war oder ob das alle so haben. Deshalb habe ich gesagt, nee, erstens eine richtige Wärmepumpe, die ordentlich Bums hat und nicht diese ganzen Spielzeuge von Dometic, die arschvoll Geld kosten und kaum Leistung haben. Ne, und das Ding ist halt, da sieht man, das Ding ist schon größer als so eine ganze Dometic, hat einfach mehr Leistung. Ich sage lieber zu viel Leistung als zu wenig Leistung. Ja, die Klima läuft auf Hochtouren, zieht momentan 900 Watt. Lautstärke 45 Dezibel, ne, wenn ich nicht quassele. Und wie gesagt, wenn man schon hier hinten ist, höre ich eher die Powerstation summen, als überhaupt die Klimaanlage höre. Ne? Über die Mikrofone kommt das meistens immer so rüber, aber sobald er die Temperatur erreicht hat, regelt die runter und dann läuft die noch leiser, noch ruhiger. Und wie gesagt, es ist sehr angenehm, es ist nicht laut. Und später, wenn die, da drüber kommt ja ein Bett, das Bett ist Matratze drüber ist, ne, das wird dann wahrscheinlich lautlos sein.
Und ich finde es jetzt schon angenehm leise. Draußen brummt es gerade, Autos und so. Und wenn ich jetzt rede, ganz normal 60 Dezibel. Einundvierzig Dezibel, Freunde. Ist das nicht herrlich? Na, es ist schön leise, wenn ich Musik höre. Ja, und hier ist schön 20,6 Grad, 55% Luftfeuchtigkeit und geht immer schön weiter runter. Guck mal, wie schwül das ist. So tropft das die ganze Zeit daraus. Ja, und so sieht's aus. Die Gummilager oder Gummidämpfer hier, die habe ich angeschraubt. Da die nächsten von unten mit großen Scheiben. Alexa, wie ist das Wetter draußen? In Kassel beträgt die Temperatur aktuell 25 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt Wolken- und Regenschauer voraus, mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad und einer Tiefsttemperatur von 12 Grad. Ja, und alles wird über Alexa gesteuert. Alexa, mach um 1 Grad Klima höher. Die Klimaanlage ist auf 21 Grad gestellt. Alexa, mach Türlicht an. Okay. Und so werde ich alles über Alexa steuern, auch der Kühlschrank hier. Alexa, mach Kühlschrank ein. Okay. Und dann läuft der Kühlschrank auch. Und alles, was ich hier elektrisch anbringe. Ja, und so wird alles dann gesteuert sein über Alexa. Gefällt mir auch richtig gut, denn ich möchte zu jedem Gerät wie Wasserpumpe, Wärmepumpe, Wasserboiler, dann Außensteckdose, also alles, was hier verbaut wird, Deckenlicht, Wandlicht, Dekolicht, alles wird eine eigene Leitung bekommen und alles wird gesteuert sein über das Internet, über die App, über Alexa oder über ein Bedienpanel. Also auch abgesichert, wenn mal hier Internet abschmiert, dass man das auch manuell steuern kann. Da spare ich mir die ganzen Lichtschalter, da muss ich nicht nirgendwo nochmal extra Kabel ziehen für die Lichtschalter. Ja, und dann kann ich auch mit jedem Modul, was ich verbaue, für jede Leitung, für jedes Gerät auch überwachen, wie hoch ist sein Verbrauch gewesen über die Nacht, über den Tag, über die Woche oder über den Monat. Ja, bei der Wasserpumpe wird es richtig interessant und wichtig. Sobald ich mich entferne, XY an Metern, dann sage ich, weil die Pumpe abschalten, weil ich werde eine Membran-Druckpumpe verbauen. Das heißt, die steht immer unter Druck und sobald man einen Wasserhahn öffnet und der Druck fällt ab, springt sie auch wieder an und fördert also die pumpt immer, also die baut immer einen Druck auf und dann schaltet sich ab. Man will ja natürlich nicht weggehen und dann werden hier 50 oder 100 Liter Wasser in den Raum gepumpt und man kommt wieder und hier ist alles aufgequollen, der ganze Boden und hinüber. Und so kann ich das absichern, wenn über die Jahre, sagen wir mal, irgendwas geht kaputt oder kaputt gefroren, weil man da nicht richtig entlüftet hat über den Winter. Dann hat man so abgesichert über die Pumpe, dass es nur in meiner Anwesenheit passieren kann, dass sie fördert. Und wenn ich weg bin, ist sie aus. Ne? Ja, auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit. Ja, und nächste, was ich denke ich mal weitermachen würde, werden die Sitzbänke sein mit dem Bett, weil da muss ich jetzt anfangen. Und dann wird alles nach hier vorne gebaut. Die Dusche, Toilette wird auch ein sehr, sehr schwieriges, interessantes Projekt für mich sein, das ganze wasserdicht zu bekommen. Es wird eine Toilette sein, die direkt in einen großen Tank fällt. Ich möchte die Kassetten nicht mehr haben. Ich habe früher Wohnwagen besessen, 5 oder 6 Jahre lang. Und da haben mir die Kassetten auf Dauer genervt, die zu leeren und mit denen rumzurennen. Deshalb möchte ich das auf jeden Fall mit einem großen Tank, wie die anderen Wohnmobile ankommen, ansteuern, auf so ein Loch, wo sie ihr Wasser ablassen, fertig. Ne? Also ihr Schmutzwasser. Ja, dann denke ich mal, ja, was kann ich denn noch sagen? Jetzt ist mein Urlaub vorbei. 4 Wochen gingen so vorbei. Man hat nicht gesehen in den 4 Wochen, wie viel Arbeit das eigentlich wirklich war. Mein Video geht das immer so schnell, zack, zack, zack. Und wenn man jetzt reinkommt oder draußen Freunde kommen, sagen, ja, das hast du in 4 Wochen geschafft, aber die sehen das alles dahinter nicht. Hinter den Wänden, hinter den Decken, wie die Abdichtung und
Isolierungen und alles Mögliche, was ich gemacht habe. Ja. Und da ich jetzt wieder arbeiten muss in 3 Schichten und ab den Sommerferien geht es auch wieder mit Wochenendarbeit los, wird es auch schwierig, hier richtig Meter zu machen. Aber eigentlich, sage ich, ist auch nicht mehr viel übrig geworden. Es wird halt so mehr so kleiner Fieselkram sein, ne? So Gestelle, Küche, alles, das wird schnell gehen. Dusche, ja, da wird am Anfang erstmal schwierig sein, was Leichtes, was Gutes zu finden, was Gutes, Robustes und dicht ist. Und danach geht das eigentlich ratzfatz. Ich muss sehr viel mit einem 3D-Drucker drucken. Die ganzen hier Abschlussleisten muss ich drucken. Die lasse ich offen, bis die Dusche da ist, weil vielleicht muss ich es ja breiter drucken. Aber ich fange überall in den Ecken an den Türen an und werde weitere Dichtungen machen. Ein reines Elektro-Video wird ja auch kommen, wie ich das Ganze, die Verkabelung mache. Die wird innen verlaufen, unter den Regalen, alles mit Leerrohren weiß ich nicht, aber eher umwickelt und richtig an den Boden geschraubt, dass sie nicht hin und her rumfliegen, was weiß ich. Ne? Und ein paar Leitungen werden auch unter dem Boden gezogen, ne? Und unter dem Boden werden sie dann durch richtige Rohre dann durchgehen und am Boden befestigt sein, weil manche Leitung muss ich quer durch den Raum ziehen und das will ich drinnen nicht machen. Das mache ich einfach unten durch, einfach ein Loch in den Boden, rüber und Loch wieder in den Boden und wieder hoch. Ne? Ja, Akkusystem werde ich hier 4 bis 5 kW haben erstmal und ja, mal gucken, wie weit ich damit komme, vor allem im Winter. Ich könnte auf 10 kW aufstocken mit den Powerstationen, die stehen aber zu Hause. Ich sage, wenn der Bedarf dann da ist, dann kann man im Winter die hier reinstellen, sagen, über die Woche lädt es schön über Solar. Und dann, wenn man am Wochenende mal wegfährt, hat man einfach mal 10 kW zur Verfügung, dann kann man schon ein bisschen heizen und alles betreiben hier. Ne? Daher, Freunde, ich denke mal, das war's für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.